und wir können erstmal den Leuten das Geld abnehmen mit einer Gasumlage und dann können wir es ihnen zum Teil wiedergeben und andere nicht wiedergeben. Es ändert aber nichts daran. Das Kernproblem ist, dass wir nicht genügend Energie im Augenblick haben. Man kann nicht gleichzeitig Atomkraftwerke abschalten und aus Steinkohle und Braunkohle aussteigen. Und dann hat man das eine Zeit lang damit, sagen wir mal, zukleistern können, indem das russische Gas ja in großen Mengen gekommen ist und sehr, sehr billig gewesen ist. Wenn das dann vorbei ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn man in eine gewaltige Krise gerät. Und es sieht so aus, als wenn wir in eine gewaltige Krise geraten.